Hey und hallo Tierfreunde, ich melde mich hier mit einem kurzen Video aus der Reihe Aliens im Aquarium. Heute stelle ich euch einen ganz seltenen und sehr interessanten Mitbewohner vor. Es ist jetzt Anfang Januar, ich war 3 Tage lang nicht im Haus und als ich wiederkam, machte ich diese ungewöhnliche Entdeckung hier. Durch das Fenster kam er nicht, dafür ist es viel zu kalt draußen. Jetzt aber erstmal zu der Frage, was kann das sein? Sieht ein bisschen aus wie eine Wanze, also checken wir mal die heimischen Wanzen aus der Region. Eine rote Mordwanze also. Na, was ist das denn? Raubwanzen können fast 18 mm lang werden und sehr gut fliegen. Diese Tiere ernähren sich ausschließlich räuberisch von verschiedenen Insekten, die oft größer sind als sie selbst. Die Beute wird durch einen auch für den Menschen schmerzhaften Stich rasch abgetötet und ausgesaugt. Die Larven können überwintern und die erwachsenen Tiere sind ab Juni bis etwa Juli zu beobachten. Unsere Raubwanze hier scheint sich recht heimisch zu fühlen und es sieht fast so aus, als würde sie meinen Neocaridina Zwerggarnelen nachstellen. Als nächstes stellt sich die Frage, wie kommt die Wanze im Winter überhaupt ins Aquarium? Da gibt es für mich nur eine logische Erklärung: Erlenzapfen. Im Hintergrund sieht man welche auf dem Filter liegen. Von dem ganzen organischen Material, was in meinen Aquarien landet, sind Erlenzapfen das einzige, was ich nicht abkoche und unbehandelt in das Aquarium tue. Da Raubwanzenlarven im Totholz überwintern, ist das die logischste Schlussfolgerung für ein Taxi ins Nanobecken. Ich habe dann die kleine Mordwanze mit ein paar Zwerggarnelen separiert und will jetzt wissen, ob die Raubwanze auch meiner Garnelenzucht Schaden zufügen kann. Auf den ersten Blick macht die Wanze auch unter Wasser einen recht mobilen Eindruck, was für mich ungewöhnlich ist, da Raubwanzen eigentlich am Boden leben und nicht im Wasser vorkommen. Wenn man sie übrigens genauer ansieht, stellt man fest, dass die Vorderbeine ähnlich wie bei der Gottesanbeterin zu Fangbeinen umgeformt sind. Daher auch der Name Mordwanze. Diese Wanze ist nämlich ein echtes Raubtier, das Insekten fängt, die teilweise größer sind als sie selbst. Was ich jetzt auch eher ungewöhnlich fand, war, dass die kleine Mordwanze von selber ins Wasser steigt. Und auch mit den Zwerggarnelen scheint die Wanze zu interagieren. Ich denke mal, aus Ermangelung anderer Futterquellen hat die Wanze wahrscheinlich wirklich ein Auge hier auf meine Garnelen geworfen. Wenn man die Wanze dann aber eine Weile am Wasser beobachtet, merkt man schnell, dass die rote Mordwanze kein Wassertier ist und meinen Garnelen hat sie wohl auch nicht wirklich geschadet. Auf jeden Fall handelt es sich hier um einen sehr seltenen Gast im Aquarium. Die rote Mordwanze steht auf der Vorwarnstufe der Roten Liste. Das bedeutet leider, auch diese Tiere werden immer seltener. Solltet ihr also auch mal einen solchen Mitbewohner im Aquarium finden, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare und macht es so wie ich. Informiert euch, um was für ein Tier es sich handelt und teilt euer Wissen mit anderen. Ins Aquarium gehören diese Tiere nicht, auch wenn diese Raubwanze anscheinend in meinem Aquarium aufgewachsen ist, gehört sie definitiv in den Garten unter einen Stein. Soweit ich das nun beurteilen kann, hat auch meine Garnelenpopulation keinen weiteren Schaden genommen. Auf jeden Fall war es ein sehr unterhaltsamer Gast und ich hoffe, auch euch hat es gefallen. Vergesst nicht, euren Daumen da zu lassen, abonniert diesen Kanal für weitere Videos und aktiviert auch die Glocke für die nächsten Updates. Klickt mal wieder vorbei, ich sage bis zum nächsten Mal.